Ja, vierde stond, na 400 meter hürde rauf in La Chaux-de-Fonds. Een gezicht dat eigenlijk strahlend, als anders, dat een angespannend lächeln heeft. Petra, het was niet een super lauf, maar de tijd is super. Of je moet snel genoeg, dat je aan de Olympische Spelen kan. Genau, ja, de tijd is niet super, maar het langt voor de Olympiawert. Und das war das Ziel und das ist jetzt einfach das, was zählt und den Rest abhaken und in Amsterdam besser machen. Amsterdam, Europameisterschaften und nachher Rio de Janeiro. Das hast du natürlich noch nicht ganz gefasst. Ja gut, ich habe schon ein paar Mal gedacht, so heute klappt es und dann hat es halt gleich nicht geklappt. Und ja, jetzt habe ich gedacht, ein bisschen mit weniger Druck da laufen und jetzt hat es geklappt und ja, jetzt gehe ich dann glaube ich noch ein bisschen feiern. Ja, würde ich natürlich auch machen. Eine, die nicht geht, geht feiern. Aber weil er in Physio geht, sie ist da gestanden vor dem Start und dann plötzlich nicht mehr. Was ist passiert? Lea Sprunger ohne Start? Ich habe schon am Anfang beim Einlaufen gemerkt, dass so hier beim Psoas alle Schmerzen haben. Und ja, es ist nicht weggegangen, in der Kurve habe ich es noch mehr gemerkt. Und dann musste ich überlegen, ob ich es machen kann, ob ich das Risiko nehmen will. Und zwei Wochen vor Amsterdam habe ich gesagt, das mache ich lieber nicht. Kurz vor dem Lauf? Ja, kurz vor, ja, 5 Minuten vor dem Schuss. Und ja, ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Und jetzt muss ich einfach Kopf vorbereiten für Amsterdam. Kopf vorbereiten und natürlich Körper vorbereiten. Was wir wollen, Schweizer Fan, das ist, dass es da schon etwas gibt in Amsterdam mit 2 Läufern am Start und natürlich 3 Läufern. Ja, Robin Schürmann ist natürlich auch dabei. Und dann Olympische Spiele mit mindestens 2 Läufern. Das ist alles Gute. Petra von Tarif, danke vielmals.